Hi, Robertos ist wieder auf Tour, Lost Place Tour. Ich bin heute auf einem alten Militärgelände, ursprünglich gebaut und genutzt von der US-Armee, danach übergegangen auf die Bundeswehr und jetzt schon seit einigen Jahren verlassen. Mittlerweile sind Windkraftanlagen auf dem Gelände gebaut und es war im Gespräch, ob die Bundeswehr wieder hier zurückkommt. Aber in den 5 Jahren, seit es in der Zeitung war, hat sich bisher nichts getan. Und jetzt will ich mir das Gelände mal anschauen. Einziger Nachteil an dem Schnee, man kann mich verfolgen. Ich bin gerade einmal außen rum gelaufen zum ersten Gebäude. Hier haben wir noch ein paar schöne Wandmalereien, die noch aus US-Zeit stammen müssen. Ich denke mal, dass es sich hier um einen Konferenzraum oder sowas gehandelt hat, da es sehr groß ist. Hier haben wir eine Tür mit so einem Ausgabefenster drin. Noch mal so ein kleiner dunkler Raum und da hat einer Boden gekackt. Noch mal ein Raum, vielleicht kleine Büros oder sowas. Weitere leere Büroräume. Ui. Hier geht es auf einen Dachboden. Weitere Sanitäranlagen. Aufenthaltsraum STUV-Personal. Da hat scheinbar mal eine kleine Küche gestanden. Hier ist wieder so ein Ausgabefenster. Kleines Büro. Nochmal ein kleines Büro. Kleiner Abstellraum. Hier ist nochmal das gleiche wie auf der anderen Seite. Upsi. Jetzt gehen wir einmal nach unten. Hier haben wir das Lager der Standortverwaltung. Hier haben wir einen Raum, so eine Gittertür vorne dran, zugittert komplett, hier außen ist Gitter, aber die Tür zu dem vergitterten Raum, die war hier irgendwie doppelt, innen nochmal eine Tür und außen nochmal eine Tür drauf. Auch außen noch mal so ein stabilerer Türrahmen. Und hier haben wir, was ist das denn? Da ist noch mal ein Fenster mit so einem verstärkten Rahmen.
Und das hier ist, wo auf der anderen Seite das große Gitter vorne dran ist. Das sieht ja fast aus wie die amerikanischen Krimis, diese Verhörräume. Dass dann hier so eine Scheibe drin war. Von da hinten sind die Verdächtigen reingeführt worden. Und hier hinter der Scheibe haben die Polizisten gesessen und das Opfer. Und dann haben sie geschaut, wer es gewesen sein könnte. Verrückt. Was auch immer das hier mal war. Und hier ist das Fenster in den vermeintlichen Verhörungen. Hier haben wir noch so einen Raum, der von innen und außen komplett zugeschraubt war. Hier haben wir nochmal einen Eingang von unten. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Raum. Und hier ist ein Safe in der Wand. Aber der scheint sehr safe gewesen zu sein, weil den hat noch keiner hier rausbrechen können. Ich will dieses kleine Häuschen da unten mal anschauen. Und hier draußen ist es viel wärmer als drin. Hier ist nur von außen zugänglich. Hauptstromversorgung. Ja, also die ist zu. Hier ist noch mal eins tiefer. What? Was ist das denn? Eine riesige Boiler, Brenner. Es wird hier Heizung und Warmwasserversorgung für den ganzen Komplex sein, so groß wie das ist. Ich glaube, die haben hier mit Kohle geheizt. Hier läuft das Wasser von draußen rein. Und hier sind solche riesigen Trichter, die einfach hier reinlaufen. Und hier liegt halt quasi Kohle auf dem Boden. Mal die ISO hochgedreht an der Kamera, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Hier liegt so ein riesiger Haufen Kohle drin. Die haben hier in den riesigen Öfen Kohle verheizt. Sehr heftig. Steht auch nochmal so eine riesige Wanne voll mit Kohle. Da stehen noch welche blauen Tanks, wahrscheinlich Wasser. Ich laufe auf so ein Podest hier. Das ist nochmal das gleiche. Hier ist weniger Kohle drin. Das ist ja krass. Ist dann hier reingekippt worden sein und ist dann hier verfeuert worden. Als ob dann hier immer einer stehen musste, Kohle schaufeln. Das ist ja heftig. Das ist immer ein Eingang von außen wahrscheinlich. Umkleideraum vielleicht. Hier sind noch
nochmal Boiler. Generator. Ein Heißwassergenerator, vielleicht HW-Generator. Die sehen hier moderner aus. Vielleicht ist man dann hier irgendwann auf die modernen Geräte umgestiegen. Da kann man nochmal unten reinschauen. Hier sieht man diesen Motor, der wahrscheinlich so eine Förderschnecke angetrieben hat, um die Kohle vorzufördern. So, da war ja das erste Gebäude schon sauspannend. Ich war ja schon mal hier, aber unten diesen Raum mit dem Kohleofen, den habe ich noch nicht gesehen gehabt bisher. Das war schon echt cool. Jetzt laufe ich einmal hier außen rum. Das müsste eine Fahrzeughalle sein. Hier sieht man eine der Windkraftanlagen, die hier installiert wurden. Dort hinten dran ist auch nochmal ein Tor zur Straße, wo die Betreiber einen Zugang haben. Die fahren dann von hier aus ihre Runde ums Gelände. Aber wenn die Dinger keine Störung haben, sollte jetzt am späten Nachmittag von denen keiner mehr kommen. Und ich glaube, die interessieren sich auch nicht für mich. Hier vorne dran haben wir noch so einen großen Platz. Ich denke mal, dass hier Fahrzeuge abgestellt wurden. Da hinten das Gelbe könnte auch noch eine Beladerampe sein. Und hier haben wir dann die einzelnen Garagen mit Grube, also vielleicht auch Werkstatt. Hier haben wir so ein kleines Fenster, vielleicht die Anmeldung, wenn einer kam mit seinem LKW. Ja, genau. Maintenance Office. Und hier haben wir noch mal ein größeres Office. Da hat man irgendwas verbrannt auf dem Boden, so wie es aussieht. Hier haben wir jetzt 4 Tore in der Halle, aber nur eine Grube. Oben so Lüftungsöffnungen im Dach. Okay, hier haben wir keinen Griff. Wahrscheinlich eh nicht offen. Nope. Aber das sieht sowieso aus, nur wie Sanitäranlage. Da haben wir ein Rolltor noch drin. Hier haben wir sogar noch die Grube offen. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine kleine Badewanne. Da oben in der Decke der Ventilator läuft. Aber unregelmäßig, wahrscheinlich nur durch den Wind. Latrine. Ja, das sind die Sanitäranlagen, die wir von außen gesehen haben. Nochmal so ein kleines vergittertes Büro. Und hier haben sich noch andere auf der staubigen Spiegelscheibe verewigt. Schaut auch zu diesen Leuten. Okay, hier geht es nur nach draußen. Ist das cool mit der untergehenden Sonne. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich als nächstes hingehen soll. Schau mal hier drüben rein. Hier haben wir ein paar Parkplätze vor der Tür. Aber hier ist das komplette Dach schon reingefallen. Hier vorne war eine große Eingangstür.
kann man jetzt scheiße sehen. Aber das sieht aus wie die Kantine. Da haben wir so einen gefliesten Bereich und dann so eine Theke mit so einem Gitter, wo man sich drin anstellt. Da haben wir noch ein sehr großes Gebäude. Das sieht tatsächlich noch echt top aus. Da drüben scheint es gebrannt zu haben. Da ist die Fensterscheibe zerlaufen und so Rauchspuren raus. Aber das hat keine Löcher im Dach. Die Farbe sieht noch top neu aus. Vielleicht hat man das mal renoviert. Vielleicht kann man es so ein bisschen sehen. Da wachsen sogar schon große Bäume wieder aus dem eingestürzten Dach raus. Schauen wir mal hier, aber das sieht auch zu aus. Ja, die ist auch hier verschraubt. Auch hier sehen wir gar keinen Griff und alles zugeschraubt. Ich laufe jetzt hier einmal die Straße hoch. Hier haben wir noch so ein Gebäude, vermutlich Wohngebäude. Hier haben wir noch mal so ein Gebäude, vielleicht Büros. Hier ist der Grenzzaun. Dort hinten dran ist Munitionsdepot. Aber soweit ich weiß, sind die ganzen Munitionsdepot-Bunker zugemauert oder die Türen verschweißt. Hier haben wir noch mal ein größeres Gebäude, größere Öffnung. Könnte vielleicht eine Garage gewesen sein. Ja, das ist pink angestrichen. Pinker Sanitärbereich. Überall hier diese Platten auf dem Boden geklebt. Warum auch immer dieses große Tor hier drin war, vielleicht für ein Fahrzeug reinzufahren, vielleicht war eine riesige Doppeltür drin. Das hier müsste die Feuerwache gewesen sein. Zwei Tore. Leider ist nichts mehr auf dem Schild zu erkennen. Da hat man auch ordentlich Müll reingeworfen. Hier haben wir eine schöne Holzvertäfelung. Kleine, aber hohe Räume. Kleinen Sanitärbereich, Toiletten, Duschen. Hier haben wir direkt so einen großen Hydranten, dass man direkt die Feuerwehrautos wieder voll tanken konnte. Ist das ein geiles Bild mit der Sonne, ey. Oh, hier unten steht die Kellertür offen, aber das steht so schätzungsweise 20 cm tief unter Wasser. Da werde ich nicht reingehen und noch schauen, dass ich nicht reinfalle. Okay, hier ist zwar ein Fenster, aber forget it. Da gehe ich nicht rein. Von hier haben wir nochmal einen Blick auf die Fahrzeughalle runter. Auf den großen Platz. Noch eine Tür. Oh ja.
Hier haben wir nochmal so eine kleine Kantine, Essensausgabe. Hier ist die große Eingangstür. Garderobe gab es hier sogar. Hier haben wir so ein kleines Pförtner-Anmeldehäuschen. So, jetzt gehe ich hier nach oben. Und jetzt haben wir hier einen großen Tagungssaal. Mit Bühne. Und das Coole hier drin ist, mit diesen Schienenelementen, Schiebetüren, kannst du hier nochmal links und rechts jeweils so einen kleinen Besprechungssaal draus machen. Oder man fährt dieses Ganze zu und dann hast du einen riesigen Saal. Hier haben wir einen kleinen Lagerraum. Können wir auch nochmal rausschauen. Kleinen Medienraum. Hier wäre doch ein echt geiler Ort, um eine Overnight zu machen. Das Gebäude ist komplett sauber. Du bist hier im zweiten Geschoss. Funktionierende Türen. Du kannst dich hier in so einen kleinen Raum gemütlich machen. Wenn ihr eine Overnight sehen wollt, wie ich hier in dem Gebäude übernachte, schreibt es in die Kommentare. Hier haben wir die Küche und die Spülküche.